Willkommen in Delhi, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie schlafen gut, aber so wie diese Herren hier am Straßenrand, ich könnte das nicht. Delhi, Delhi, heute auf der Suche nach dem besonders tiefen Schlaf in Indien. Was gibt es Schöneres, als auf der Verkehrsinsel einzunicken? Sanft in den Schlaf gehupt von Delhis chaotischem Verkehr. Wahrscheinlich müsste es ganz still sein, damit Sie aufwachen. Gerade mal 2:30 am Nachmittag, ziemlich heiß, wie kann man da überhaupt schlafen? Und damit wir die Leute fragen können, haben wir diesen schönen alten Wecker mitgebracht und machen sie jetzt mal wach. Ich schlafe doch nicht, ich arbeite hier. Die Leute versuchen ja nachts zu schlafen, aber zu Hause ist es zu heiß und dann die vielen Mücken. Ich habe gar nicht geschlafen, ich habe euch schon gesehen. Wenn es nichts zu tun gibt, keine Arbeit, dann schlafen sie eben. Wenn es immer so einfach wäre. Ich brauche mehr Ruhe, aber hier schläft es sich sicher gut. Es ist totenstill, Buddha wacht draußen oder sagen wir, er schläft auch schon ganz gut. Drinnen werde ich verkabelt, damit sie gleich in mein Gehirn schauen können. So, jetzt wird es wirklich ernst. Ich opfere mich der Wissenschaft und der Frage, warum schlafen die da draußen eigentlich besser als ich? Hier werden die behandelt, die schlecht schlafen oder viel zu viel. Wenn jemand helfen kann, dann die Experten vom Schlaflabor. Was wir tun, erklärt Dr. Bhatia, wir bringen die Sensoren an, die messen die Gehirnströme und der Computer speichert das. Und hier an den Augen werden die Augenbewegungen gemessen. Am Kinn schauen wir, wie sich die Muskeln bewegen. Und das hier ist für das Atmen und hier wird der Sauerstoff gemessen. Aber warum schlafen die Menschen in Indien so gut, auch wenn es so laut ist? Sie müssen sie einmal fragen, wie lange habt ihr gearbeitet in der Nacht? Vielleicht hatten sie eine Nachtschicht, haben bis 3 gearbeitet, sind 7 wieder aufgestanden. Der Körper nimmt sich einfach den Schlaf, den er braucht. Da ist es egal, ob Tag oder Nacht ist. Und ja, nicht jeder kann am Straßenrand schlafen in einer Rikscha, wo ständig Leute vorbeilaufen. Aber die Menschen hier sind einfach daran gewöhnt, es stört sie nicht. Und hat es auch etwas zu tun mit der indischen Kultur? Ich finde, die Kultur des kurzen Schlafes, das ist vielleicht unsere Art zu leben. Gerade im Sommer kommen wir in vielen Häusern zur Ruhe und schlafen ein wenig. Und nun höre ich immer wieder, wir Inder lehren die Welt, wie es funktioniert mit dem Powernap. Dann versuche ich es mal mit dem Powernap, dem Nickerchen. Müde bin ich nicht. Es ist zwar nicht laut, aber viel zu hell. Ist ja eigentlich mal eine ganz gute Idee. Ich kann hier schlafen und die Kollegen draußen müssen arbeiten, aber
Gut, so richtig schlafen geht natürlich auch nicht, weil ich glaube, da schauen im Moment einfach zu viele Leute zu. Inder würden längst schlafen, sagt Dr. Bhatia. Seine Augen sind zu, aber wir sehen an den Kurven, er ist immer noch wach. So, ich bin jetzt richtig ausgeschlafen. Das war Dilly Dilly für dieses Mal und die da draußen lassen wir jetzt wieder in Ruhe.